So, ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video, ihr Lieben, von eurer verrückten Samik. Ich wollte Schleppleine, hab's aber wieder nicht gefunden. Naja, jetzt gehen wir so. Ich habe die Bella in ihren alten Mantel und in ihr dünnes Mäntel eingepackt, weil ich habe den anderen nicht mehr gefunden, den Wollpulli. Ich brauche definitiv aber noch einmal einen größeren, dicken Mantel, weil es ist brutal, wie sie friert. Und ihr seht jetzt hier an diesem Mantel, wie sie gewachsen ist. Den hatte sie letztes Jahr noch an und da war er schon knapp. Aber ich habe den jetzt halt noch im Auto gefunden und deshalb habe ich den jetzt angezogen. Und wie ihr sehen könnt und bestimmt schon längst bemerkt habt, der uns schneit. Es ist, ja, es haut mir jetzt nicht aus dem Sitz, die Schneeflocke, also sind mini, aber es ist okay und schön, ich finde es schön und ich habe gedacht, ich gehe jetzt heute mal wieder diesen Weg, das war der Weg, vielleicht könnt ihr euch entsinnen. Wo mich damals die Radfahrerin fast über den Haufen gefahren hat, wo mich so geärgert hat. Kloppi, guck mich mal an. Nein, nicht wenn du sollst doch gucken, wenn du eingeschneit bist. Kloppi, guck mich mal an. Kloppi, hallo. Die Bella ist auch da. Ja, du musst dich schütteln, gell. Ja, Kinders, es ist eine herrliche Luft. Obwohl wir hier im Ort sind, ne? Ihr kennt ja den Weg vielleicht schon, einige von euch, die neuen vielleicht noch nicht, falls sie das alte Video damals noch nicht gesehen haben. Ich wollte eigentlich woanders, was heißt, nee, eigentlich wollte ich nicht woanders laufen, weil dahinter ist ja der Friedhof. Und ich will ja nachher noch kurz zu meiner Mama. Also nur kurz, weil, wie gesagt, ich denke ja wirklich jeden Tag oft an sie und ich habe auch mal gesagt, ich nehme euch mal mit in eine Kirche, wo ich so schön finde, die ist ein Ort weiter, aber ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Und ich kann euch auch nicht versprechen, ob die Kirche offen ist. Ich denke mal schon, dass man da rein kann, weil die haben noch so einen kleinen Nebenraum, wo man dann die Kerze anzünden kann bei denen. Aber wenn halt die offen ist, ich wollte halt gerne die dicke Malerei euch mal zeigen, was ich so schön finde. Also wir haben jetzt, ihr habt vorhin am Glockengeläut, oh, jetzt hat mich fast geschmissen, der Weg ist ganz schön matschig, am Glockengeläut vielleicht gemerkt, also ihr habt vielleicht mitgezählt, da waren jetzt nicht alle Glockenschläge dabei, also sind, wir hatten jetzt vorhin, wo die Glocke geläutet hat, 9 Uhr. Jetzt habe ich Glocke, wie oft gesagt. Ich muss aufpassen, der Floppy zieht und ich laufe hier ein bisschen im Matsch rum, also kann sein, dass mich halt nachher mal schmeißt. Naja, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, solange man nichts bricht. Alles gut, aber muss auch nicht sein. So, Kinders, ja. Wenn man sich so mal so umschaut ein bisschen, es ist schon, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir geht es jedes Mal so, wenn der Schnee gefallen ist und erstmal sieht alles viel sauberer aus. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt, es ist alles ein bisschen ruhiger und besinnlicher. Also jetzt nicht, weil jetzt Sonntag ist und kein Mensch unterwegs. Also ich habe jetzt bis jetzt Gott sei Dank keinen gesehen, weil ich will hier jetzt in Ruhe laufen. Ich laufe auch nicht zu lange heute. Aber ja, es ist alles so ein bisschen, vielleicht empfindet ihr es nicht so, aber ich denke so, selbst der Fluss fließt langsamer. Versteht ihr was? Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. So alles so ein bisschen, ich weiß nicht, alles so ein bisschen friedlich. Ich muss gerade heulen. Jetzt hat meine Mama denke, ich wollte so einen schönen Gassi-Vlog machen, Leute. Ich stehe jetzt hier und heul. Tut mir leid, dass ich euch jetzt den Gassi-Vlog versauere, aber ich weiß nicht, ich bin da eben gerade, weil ich den Winter liebe und letztes Mal das Video über was Elsass euch ja den zweiten Teil gezeigt habe und gestern waren wir ja bei meinem Papa und haben darüber gesprochen. Ich habe dann auch wieder dran gedacht und gesagt, warum kann meine Mama das jetzt nicht sehen?
Eigentlich könnte man Hass dann auf den lieben Gott haben. Sorry Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt heule. So, könnt ihr euch daran erinnern? An dieses Beet hier, da habe ich beim letzten Gassi-Vlog, wo ich hier gelaufen bin, habe ich hier noch Blumen gefilmt. Sorry, dass es so wackelt, die Hunde ziehen. Ja. So, jetzt gehen wir wieder ganz zurück. Sorry Leute, dass es jetzt ein bisschen wackelt hat. So, weiter geht's. Komm, ihr zwei. Floppy darüber. So, jetzt gehen wir wieder zurück, weil ich habe eiskalte Hände. Ja. Ich habe meine Handschuhe nämlich nicht mit, aber dann kann ich schlecht auch mit dem Handy was machen. Mit meinen Handschuhen, da kann man wieder nicht drauf drücken und nichts. Floppy, es geht jetzt nicht darunter, da warst du schon. Gut jetzt. Ja. Da sind viele Vögel drin. Ja. Nein, die Vögel lassen wir schön in Ruhe. Gell, Floppy? Super. Ja. Es ist schon eine friedliche Stimmung. So, und ja, wie ich schon gesagt habe, das Einzige, was man hört, sind die Vögel und die Rabe, die da krächzen. Ich glaube, wenn es mir noch jetzt richtig Winter wird bei uns, werde ich euch nochmal mitnehmen auf ein großes Feld, auf ein offenes. Da kann ich vielleicht auch schönere mal Bilderfolge machen mit so einem einzelnen Baum oder so. Das sieht bestimmt auch ganz toll aus. Und ja, jetzt gehen wir mal heimwärts, beziehungsweise Richtung, nicht heimwärts, aber Richtung Friedhof wieder, wo mein Auto steht. Ist ein Maulwurfshügel? Oh, nee, lass mir die Maulwürfe in Ruhe. Maulwürfe machen zwar komische Hügel und die sind nicht immer schön im Garten, aber ich liebe Maulwürfe. Lass mir das hier in Ruhe. Oh, wisst ihr was? Ich nehme mir jetzt noch ein Biergeascht mit, aber für die Nienchen, aber wir gucken da vorne, der da vielleicht. Ich finde da vorne was. Mal schauen. So, jetzt wollen wir mal probieren, dass wir hier so ein Äschle gerade eins. Weil sie mögen nicht so arg Birke. Oh je, Leute, ich muss mich mal abschalten. Sekunde. So, Birkenast ist gecheckt. Oh, nein. Bella, was schnuffelst du? Bella, mach lieber mal Pipi, anstatt nur zu schnuffeln. Die sind einmal Pipi gemacht jetzt. Nicht zu fassen. Ach ja. So, ich bin jetzt in der kleinen Kapelle und habe ein Kerzel angezündet. Für alle Tote, die neben da sind, und für alle Lebende, die neue Kraft brauchen. So, und jetzt gehe ich noch aufs Grab und dann gehe ich heim und wärme mich auf. Und die Bella, die friert. So, Mama, das habe ich für dich angezündet und für alle anderen. Ah, ich liebe Strohsterne. Schön. So, Kinders.
Da gehen wir mal ans Grab, beziehungsweise ich. Und dann sehen wir uns gleich. Guck mal, ist das nicht niedlich? Schön. Schön. So, Leute, dann sehen wir uns gleich, gell? So, mal kurz was zusammengebastelt. Das lege ich ihr jetzt hin und dann hat sie was. So, voll eingeatmet, bis wir es ausgeatmet und schon ist meine Brille anschlagen. Ja, guck mal. Schneemar. Der Schneeengel konnte ich euch jetzt leider nicht machen. Weil ich immer noch zu wenig Schnee ist. Es ist jetzt auch gar kein richtiger Schnee mehr, weil ich jetzt gerade vom Friedhof kam. Es kommt jetzt nur noch halber Regen runter. Schade. Ich sage, wenn es jetzt so dicke, schöne, fette Flocke gewesen wäre, toll. Ich hoffe, mein Schneemannkopf hebt noch eine Weile. Habt ihr gesehen, er hat sogar eine Mütze aufgehabt. Der Mann da gerade, wo auch im Friedhof war, der hat jetzt gleich gedacht, ich spinnt. Ich wollte eigentlich einen kleinen Schneemann machen mit so einem dicken Bauch noch, aber es war echt zu wenig Schnee und ich wollte jetzt auch fertig werden, weil die Bella, die friert auch wie blöd und ich denke, das ist okay. Ich habe gerade das Gesicht jetzt schön auf ihre Platte gelegt. Ich habe ein Foto gemacht, damit es mein Papa, falls es jetzt schmilzt, das ist mein Papa, dann zeige ich das meinem Papa mal noch und meiner Schwester. Die freut sich dann bestimmt auch, wenn sie das sieht. So, Kinders, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein bisschen sorry, wenn ich angefangen habe zu weinen nochmal, weil, ja, es war jetzt halt schon etwas, ja, emotional für mich. Kinders, ich wünsche euch einen schönen Tag und ladet mal ein paar Videos hoch. Au, oh, geht mal auf Hamster im Herzen. Die hat ganz süße Videos hochgeladen und ich habe jetzt heute Morgen mal nur reingeguckt. Und die macht es ganz ordentlich, muss ich sagen. Doch, passt. Gruß an dieser Stelle. Kinders, my happy animals, wie sieht's aus da mit einem Video? Kommt nichts, hä? Ja, du fauler Segel. Kinders, ich wünsche euch was. Ich fahre jetzt nach Hause, die Bella friert und ich auch. Und wir machen es uns jetzt daheim gemütlich und dann kruschel ich noch ein bisschen rum. Eins noch, bevor ich es vergesse. Ich werde wahrscheinlich das Was-ist-Glück-Pakete von der Sakushi früher losschicken. Weil, liebe Sakushi, deine Sachen kommen nicht an. Es ist gestern auch nichts gekommen. Also das wird wahrscheinlich vor Ende nächster Woche nichts mit einem zweiten Platz vom Q&A. Deshalb schicke ich dir dein Geschenk Was-ist-Glück eigentlich zuerst ab. Dann muss ich halt, dann ist es halt verkehrt drum. Aber ich denke, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Michelles Ding, Michelles Welt, ihr Paket habe ich auch schon verschnürt. Sakushis Geschenk, da muss ich noch eine Kleinigkeit besorgen, privates Geschenk. Und dann kriegst du dein Geschenk auch. Das schicke ich beides dann am Dienstagmittag ab. Genau. Macht's gut an dieser Stelle. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, eure Samik. Und sorry nochmal, dass ich so traurig war. Bis dann. Tschüss.